Wenn ich also tot bin, werde ich existiert haben und nicht haben werden. Also unbedingt, bevor das Unvermeidliche nimmermehr zuschlägt, einschlägt, will man nochmal gewusst haben, wieso, wozu man überhaupt da gewesen sein würde. In unserem Falle, in dem wir erklärt haben, die Bedeutung des Seins besteht eben in dieser Batterie, denn die Probe aufs Gegenteil leitet, wenn das Tödliche, wenn die Lebenserzeugungs-Auslöschungsmaschinerien, Umverwandlungsmaschinerien nicht so in ihrer Unbegreiflichkeit, in ihrer Endgültigkeit, in ihrer Totalitarität sich nie ergreifen, nie festhalten, nie sich erklären machens oder erkennen machens geartet wäre und dennoch mit totalitär absolutärem Anspruch aufträte in jenem Spiel, das man im Hotel der Unsterblichkeit sehen kann, an Madame Trintignant, die wie eine Wachstafel, wie ein Wunderblock in diesem Tändelspiel des Hasch mich, vernasch mich herum hüpft mit vielsagendem Verzauberungsblick. Jetzt haben wir den Faden verloren, das macht nichts, wenn also dieses unergreifbare, unbestimmte nicht wäre, dann würden sie nichts dagegen produzieren. Ohne diesen Verwerfungs-Negativpol kann sich nichts Positives dagegen aufbäumen, aufrichten. Keine Bedeutung, keinen Sinn. Die Sinnerzeugung ist der Wunsch, dass das Unbestimmte, das Tödliche nicht tödlich sein möchte, ist der Wunsch, dass der Auswurf aus dem primären Abgrund nicht erfolgt sein möchte, ist der Wunsch, dort wieder in den Urationen zurückzukehren, ist der Wunsch, das nicht sein darf, was nicht sein kann, dass das Sinn, diese, der Sinn des Seins, die Bedeutung des Seins, die Linie, die Richtung des Seins unweigerlich in diese Unbestimmtheit, in diese Sinnlosigkeit, in diese Absurdität, in diese vollständige Entleertheit führen wird, weshalb es vorher sich aufbäumt und noch Sinn, Zweck, Ziel, Bedeutung, Häuser, neue Körperschaft,